Jo, dann wollen wir doch mal daran arbeiten. Und ich bin echt gespannt, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also wäre echt schön. Das heißt, wir kümmern uns richtig gut in Ruhe darum, dass ich das ordentlich aufbaue. Ich versuche mich nicht zu stressen. Das mache ich nämlich in letzter Zeit doch recht häufig, dass ich halt immer, ne? Kennt ihr ja, panisch hin und her laufe, Heft vergesse. Jetzt machen wir schön Schritt für Schritt. Also, was brauchen wir? Erst muss ich kurz gucken, wie das mit den Ressourcen aussieht. Ja, wir haben kein Eisen, aber daran wird gearbeitet, ist okay. Wir brauchen jetzt die Ärmchen, die ich eben gerade bei der letzten Folge hier in Auftrag gegeben habe. Die kommen einmal hier komplett lang. Dann brauchen wir noch mehr rote Kisten. Dum, 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 dum. Ressourcentechnisch sieht es ja ganz gut aus. Also, was der Spieler jetzt dabei hat, nicht unsere Basis. Da sieht es nicht ganz so toll aus. Aber für das könnte es schon mal reichen. So, Befüllungsanlage für die Züge haben wir, den Trainstop für die Züge haben wir. Warum ist da Holz auf dem Boden? Achso, das sind die Ärmchen, die versuchen das da reinzuladen, aber du bist voll, richtig, richtig. Was ist das für eine Anzeige? Achso, der Brennwert, wenn das runtergeht, wird ein Dingens verbraucht. Okay. Ja, und jetzt lassen wir dich hier stehen. Ich gucke wieder rüber zu der anderen Basis. Stell denn da alles richtig ein? Wobei das ja eigentlich nur das B-Laden. Stopp, der Zug muss dafür dastehen. Genau, sonst laufe ich jetzt dahin und weiß dann, wenn wir da bei der Basis angekommen sind, nicht, wo der Zug stehen würde. Und dann haben wir das Ganze wieder von vorne. Also, einsteigen. Du fährst jetzt bitte. Move. Plus. Und fährst gleich los, ohne dass ich irgendwas drücke. Das ist irritierend, aber gut. Und dann können wir auch mal gucken, wie schnell das Ding von sich aus fährt. Und dann versuche ich daran so ungefähr abzuschätzen, wie schnell ich mit dem Ding fahren kann. Es gab irgendwo eine Anzeige, oder? Ich glaube, es waren gerade 130 km/h. So, Chuck, du bleibst stehen. Hier hatten wir das soweit schon gemacht. Aber ehrlich gesagt finde ich dieses einseitige Beladen nicht so wirklich toll. Es dauert auch zu lange. Na, wobei die Schmelzöfen werden das Ganze gar nicht schnell genug einschmelzen, wie wir es hier beladen. Aber es ist ja nur momentan. Ich muss ja auch in die Zukunft blicken. Ich muss gucken, wie das ist, sobald wir die Basis woanders nochmal neu aufbauen, sobald das Feld hier nämlich alle ist. Und so weiter und so weiter. Also mache ich das wie? Kann ich ein Fließband? Ich hatte gerade überlegt, kann ich ein Fließband über so eine Schiene rüber machen? So ähnlich wie es auch in Real Life ist mit Bahngleisen und, ne? Autostraßen-Dingern. ihr wisst, was ich meine, diese Bahnübergänge. Dass wir es einfach da drüber machen, aber brauche ich ja gar nicht. Ich könnte ja Untergrundbelts benutzen. Gut, erstmal müssen wir es hinbekommen, dass hier genug Eisen ankommt. Ich bräuchte die schnelleren Drills. Ich bräuchte. Al Oh, hallo. Das war flott. Ich liebe diese Türme. Drill, genau. Wir bräuchten eigentlich mal wieder ein paar gute Drills. Ein Dreier ist jetzt nicht wirklich toll, aber ist ein Anfang. Alternativen. Ja, es macht keinen Unterschied. Wenn ich jetzt hier unten einen wegnehme und da oben hinbapp, dann kommt es trotzdem hier an und wird hier gleichmäßig verteilt. Und hier kommt auch eigentlich nicht. Ich habe eine Idee. So. Jetzt müsste ich das Eisen hier unten stauen. Die zwei Kisten werden immer noch durchgehend befüllt. Das heißt, unser System von der Hauptbasis bekommt momentan noch regelmäßig Eisen. Nicht besonders viel, weil es halt nur zwei schnelle Ärmchen sind, die arbeiten. Aber die Basis bekommt überhaupt erstmal ein bisschen was. Und ein bisschen was ist besser als gar nichts. So, und dadurch kommt jetzt der nächste Schritt. Es staut sich hier, also verteilt der Splitter das Ganze mehr auf diese Bahn. Und die hinteren Ärmchen bekommen auch endlich mal was zu tun. Weep, weep, weep. Genau. Seid ihr alle schnelle Ärmchen? Ja, ihr seid schnelle und keine Seele. Was ist da vernichtet? Karte, Karte, Karte. Da unten ist okay. Da unten sind Türme. Das ist alles okay. Ja, hier schnellere, also noch schnellere Ärmchen zu machen, macht keinen Sinn, weil das kommt eh nicht schnell genug an. Gut, der Drill ist gleich fertig. Das ist ein guter Schritt. Hierfür fehlt uns Eisen. Ja, was ein Zufall. Eine Beladungsstelle hier für Holz brauchen wir nicht. Der Zug fährt hier regelmäßig hin und her.
Ah, welche Zeit nehmen wir jetzt für hier warten? Also wir sind schon eine ganze Weile hier. Ich glaube, so ein, zwei Minuten sind das auf jeden Fall schon. Und jedes Mal hier ein, zwei Minuten warten? Ich weiß ja nicht. Okay, ich baue es auf der anderen Seite schon mal auf. Wir brauchen die da. Hier eine ganze Reihe. Oder geht es noch näher ran? Oh, geht noch näher ran. Wir brauchen hier eine ganze Reihe. Wir brauchen dahinter ebenfalls wieder Kisten. Bau bitte, das ist mir schon komisch, aber bau bitte zwei Eisenkisten. So. Dahinter kommen wieder die billigen Ärmchen. Und während die gebaut werden... Na, Strom muss ich gleich noch verteilen. Während die gebaut werden, kann ich schon mal den Dreier-Drill hier hinsetzen. Der arbeitet dann hier so. Alter Schwede, sieht das geil aus. Ja, sehr schön. Also das hätte ich von vornherein machen müssen. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Also, dass ich die Sachen so halbherzig hinklatsche und dann hoffe, dass es einigermaßen funktioniert und mich dann um was anderes kümmere. Weil das beißt mir immer in den Arsch. Das haben wir jetzt eigentlich schon oft genug gesehen. Aber ich habe dann immer das Gefühl, ich muss so viel auf einmal machen. Und wenn ich mich auf eine Sache zu sehr konzentriere, vernachlässige ich alles andere und dann geht alles zugrunde. Aber, ja. Was ist hier los? Hier staut es sich, weil der Splitter erst hier hinten ist. Aber es scheint okay zu sein. Eigentlich müssten die Kisten irgendwann mal voll sein. Weil erst wenn die ganzen Kisten voll sind, habe ich einen guten Startpunkt. Damit ich ungefähr weiß, wie lange das Befüllen dauert, von 0 auf 100 sozusagen, von den Dingern. Trotzdem sollte ich dich jetzt einmal zurückschicken. Also erstmal anhalten. Okay, dann füge ich dich hinzu. Und sage, du sollst bei Home 40 Sekunden warten. Dann fährst du hier zurück nach Eisen und hier wartest du lange. Achso. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Ich hoffe, durch den Befehl habe ich ihn jetzt nach Home geschickt. In Home wartet er jetzt 40. Danach kommt er automatisch wieder nach Eisen und wartet hier länger. Das heißt, ich kann hier jetzt weiter arbeiten. Und in anderthalb Minuten oder was ist er wieder hier und bleibt dann für 3 Minuten hier. Ja, okay. Den Drill hatte ich hingestellt, aber ich habe keine Speed-Nudel reingepackt. Dann brauchten wir noch Strom. Das geht auf, sehr schön. Ich mag es, wenn Dinge aufgehen. Mist. Ich hätte nichts sagen sollen. Also ja, ich kann das jetzt hinstellen, aber dann habe ich da keinen Platz für das Fließband, was ne, da durchlaufen soll. Ach ja, warte mal. Brauchen wir dich hier? Nö. Das war schön sinnlos. Das heißt, du setzt jetzt einfach einen dahin, einen dahin und dann passt das. So, Fließbandiband. Oh, passt nicht. Back. Back. Haben wir noch so einen großen? Ja, oh, hallo. Das ging schnell. Dann setzt den Großen einfach irgendwo hier hin. Und dann machst du von hier aus. Nein, ein runter. So, das sieht jetzt wieder nicht ganz so schön aus. Du wirst ziemlich schnell... Oh, wir sind gar nicht hinterhergekommen im Entladen. Okay, stopp, du bleibst mal bitte bei Home. Bisschen länger. So, 2 Minuten. Du bist fast voll. Du wirst relativ flott befüllt. Wie viele von diesen Hin- und Her-Dingern haben wir noch? Ja, die heißen nicht Hin- und Her-Dinger, aber wenn ich das Bild hier sehe, dann denke ich immer an Hin- und Her in Kisten verteilen. Deswegen Hin- und Her-Dinger würde ich nochmal ganz gerne erforschen, auch wenn das 600 Lila Drink gekostet. Ja. Das hier wollte ich auch noch. Für 3er Produktivitätsmodule, aber ja, später. Erstmal das hier brauche ich noch eine ganze Weile. Worum sollte ich mich jetzt kümmern? Ich sollte mich jetzt darum kümmern, dass wir die untere Geschichte hier jetzt komplett wegnehmen. Weil dadurch, dass der Zug jetzt immer wieder hin und her pendelt, kommt ja Eisen in unsere Basis. Das heißt, wir cutten das jetzt hier. Das wollte ich nicht. Tu das hier wieder rein. Cutten das jetzt hier.
haben dadurch auch wieder ein paar tolle... Oh. Das sieht sehr hakelig aus. Ich hätte vielleicht erst das Eisen aufheben sollen, dann, ne? Das heißt, das da kommt weg. Ja. Ich teile das einfach auf. Wir machen einfach unten eine Anlage und oben eine Anlage, dann ist gut. Ich sollte allerdings eigentlich keine Kurven haben, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also Kurven haben ja anscheinend das Problem, dass sie Geschwindigkeit verringern. Dadurch, selbst wenn das hier ganz dicht gepackt ist, das Eisen, sobald es durch die Kurven geht, ist das hier so aufgeteilt. Also nicht so schnell, wie es sein könnte. Das heißt, eventuell mache ich das später auch noch gerade. Oder allgemein weniger Kurven hin. Das gleiche hier auch. Das hier mal weg. Das heißt, du weg, 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 weg. Haben wir hier überhaupt Licht irgendwo? Bauen wir bitte Licht hin, weil ich würde gerne das eklige grüne Ding abmachen. Und ich sollte nicht einfach so vor Zügen langlaufen. Da war was, ne? Du nimm mal das raus. Ah, viel besser. Okay. Genau, Fließband. Ein Fließband soll dann bitte hier langlaufen. So, schön gerade, keine Kurven, alles gut. Und Ärmchen. Und jetzt die Drills. Dum, 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 dum. Zwei Drills. So, dass möglichst alles Eisen hier abgedeckt ist. Einmal da. Einmal da. Baum weg. Und zack. Zack. Du wartest ganz schön lange hier. Ich habe gesagt 3 Minuten oder so, ne? Ah, okay. Sehr schön. Es kommt hinten kein Eisen an. Das ist momentan noch ein Problem. Später behebt sich das Problem aber, sobald die Kisten hier voll sind. Ich könnte die Kisten beschränken. Sollte ich sogar. Weil wir werden nicht so lange bei dieser Basis hier bleiben. Die Ressourcen werden relativ schnell weggehen. Sobald ich hier anfange, überall 5er Drill hinzupappen mit 3er Speed-Modulen, ist das zack, 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 weg. Ja, beschränken mal auf ein so ein Ding. Das konnte ich nicht Shift-Rechts klicken, ne? Die Beschränkung. Schade. Aber das muss jetzt kurz sein. Weil dadurch sorge ich dafür, dass sich das Eisen besser verteilt. Die Züge also besser und schneller beladen werden, beziehungsweise nicht halb leer durch die Gegend fahren. Das sollte später ordentlich helfen. Alternativ hätte ich einfach Holzkisten nehmen können, ne? Ja. Aber ich habe ja komischerweise kein Holz dabei. Das ist jetzt sehr komisch. Du Roboter-Ding, gib mir bitte mal Holz. Wobei, noch besser, gib mir mal Holzplanken. So 100 Stück. Ich müsste irgendwo eine Fabrik haben, die die herstellt. Hat hier auch mal was zu tun. Und währenddessen baue ich schon mal die paar, die wir jetzt hier gerade auf Tasche haben. Wie klein, / groß wart ihr? Ist fast okay. Da kommt Holz. Wow, Holzkisten. Weiß, das ist komisch. Charakter-Spieler-Ding, dass du jetzt Holzkisten bauen sollst. So weit im Hightech-Bereich, wie wir eigentlich schon sind. Aber es macht Sinn. So. Ja, die Beschränkung ist jetzt zwar noch da, aber... Pff. Das heißt, wenn ich in Zukunft diese Basis hier nochmal neu aufbaue auf dem nächsten Eisenfeld, von vornherein dran denken, Holzkisten zu benutzen. Damit ich mir keine Mühe machen muss, das zu beschränken. Gut. Gut, gut. Ich kann mir gerade vor, wie Graf zahlt. Ich weiß auch nicht, warum. Du, da war. Also, das läuft jetzt soweit alles ohne mein Zutun. Die Verkabelung sieht ein bisschen doof aus, da mache ich mir jetzt aber nicht so die Sorgen drum, weil das wird eh nicht so lange halten, das Ding hier. Das Holzzeug hier nervt mich persönlich gerade ein bisschen. Deswegen, nein, 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 nicht die, ne. So. Deswegen wird das Holzzeug jetzt mal weggemacht. Damit wir hier die Minen später besser hinstellen und allgemein auch mehr sehen. So. So. Ich glaube, das war alles.
Und bitte kein Holzzeug mehr, das reicht jetzt. Jo. Und ich hätte gerne mal kurz einen Überblick. Setz mal kurz eine von den Kisten, ja, wieder hin, damit ich sehen kann. Wir haben 52.000 Kupfer. Wir haben 1.900 Stahl. Wo ist das Eisen?